Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Wir schauen heute auf die Vorhersage bis Weihnachten. Ja, eine Umstellung wird sich vollziehen. Eine Kaltfront kommt am Heiligabend, aber das wird nicht der große Wintereinbruch werden. Im Tiefland schauen wir uns gleich genauer an. Zunächst aber mal in den nächsten Tagen, da wird es richtig mild werden. Und wir sehen an den Niederschlagsmengen bis Heiligabend, da kommt ordentlich was zusammen. Es überqueren uns immer teilweise ergiebige Regengebiete von West nach Ost. Und am meisten kommt im Bereich der westlichen Mittelgebirge, aber auch so im westlichen Tiefland teilweise zusammen. Über 50 Liter Regen pro Quadratmeter sind da teilweise bis Heiligabend zu erwarten. Weniger Regen kommt insgesamt im äußersten Norden, aber auch im äußersten Süden zusammen. Da sind die Mengen nicht ganz so groß. Wir schauen mal auf die Vorhersage für den Dienstag und den Mittwoch. Ja, es wird insgesamt häufig verregnet sein, wie ja auch schon die Karte gezeigt hat. Tendenziell so nach Norden, aber auch so nach Süden hin. Dann insgesamt weniger nass, was runterkommen wird. Vor allem so Richtung Alpen. Da gibt es auch längere trockene Phasen. Die Sonne kann mal durchkommen. Es wird insgesamt sehr, sehr mild werden. Wir sehen teilweise bis zu 15 Grad sind zu erwarten im Südwesten. Aber auch sonst häufig die zweistelligen Höchstwerte, also sehr mildes Regenwetter, was uns da in den nächsten Tagen erwartet. Der Wind wird auch teilweise richtig auffrischen, also viel Wind dabei, aber ein großer Sturm, der ist dabei nicht zu erwarten. Es deutet sich an, dass es dann insbesondere am Mittwoch schon etwas kältere Luft hat, so im äußersten Nordosten, dass hier gar nicht mehr so die milde Luft wetterbestimmt ist. Also zu den Tagen, da wird es erstmal richtig nass und mild werden. Dann aber am Heiligabend, da kommt die Wetterumstellung. Wir sehen die Wetterkarte. Für den Heiligabend, es wird uns eine Tiefdruckzone beschäftigen, die über Deutschland liegt. Das Ganze wird mit zwei Kaltfronten einhergehen. Die erste Kaltfront, die bringt noch nicht die richtige Abkühlung. Hinter der zweiten Kaltfront dann, die am Nachmittag dann schon so die westlichen Mittelgebirge erreicht. Dahinter strömt dann aus Norden eben deutlich kältere Luft heran. Aber die Abkühlung wird natürlich nur so deutlich ausfallen, weil es vorher so super mild ist einfach. Es ist nicht der große Wintereinbruch im Tiefland und da wird es vor allem im großen norddeutschen Tiefland auch keinen Dauerfrost geben, also kein richtiger Wintereinbruch. Wir sehen das auf der Vorhersage dann mal zunächst tagsüber am Donnerstag, am Heiligabend. Da sehen wir ganz gut, dass später so die Niederschläge dann im Tagesverlauf so besonders zunächst mal von der Eifel über das Sauer- und Siegerland und im Harz dann in Schnee übergehen werden. Dort teilweise schon Schneefallgrenze so auf 400-500 Meter sinkend. Ansonsten ist es aber noch meist der Regen und in der Nacht dann, ab dem Abend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag, da kommt dann von Norden her eben die kältere Luft bis zu den Alpen voran und dann gehen die Niederschläge doch relativ verbreitet im Süden in Schneeregen und Schnee über und es können durchaus noch einzelne Schneeschauer nachfolgen, dass es auch mal vielleicht im norddeutschen Tiefland zumindest eine kurze weiße Überraschung geben wird, aber eben die Niederschläge klingen überwiegend ab. Allzu viel wird hinter der Kaltfront, die dann die Alpen erreicht, wahrscheinlich auch in der Nacht nicht mehr nachfolgen. Also es ist so ein bisschen Lotto, ob mal vielleicht noch ein Schneeschauer treffen wird, dass es dann vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag örtlich mal für eine dünne Schneedecke reichen wird. Also das ist nicht der große Wintereinbruch. Ihr seht aber auch in der Nacht wird es dann Tiefstwerte um 0 Grad geben. Das heißt, überall muss dann ab Heiligabend dann schon mit Glätte gerechnet werden. Vor allem, wo die Straßen noch nass sind, also gefrierende Nässe. Seid da mal vorsichtig, wenn ihr da unterwegs seid. Wie geht es weiter dann? Wir schauen mal auf die Wetterlage für den ersten Feiertag. Da sehen wir ganz gut, es wird ein Hochdruckgebiet nachrücken aus Westen. Das heißt, die Niederschläge klingen ab. Am längsten schneit es noch im Erzgebirge und an den Alpen. Ansonsten folgen nur noch ein paar Schauer nach, vor allem im Norden und nach Osten hin. Ansonsten, abgesehen davon vom Erzgebirge, wo es noch schneit, doch häufiger trocken. Und kältere Luft wird uns dann beschäftigen, also aus Norden. Es wird aber im Tiefland nicht für Dauerfrost reichen. Am kältesten bleibt es im Süden, nach Norden und Nordwesten. Doch recht deutliche Plusgrade, die wir dann tagsüber haben. Und wie es dann weitergeht zum kommenden Wochenende, das schauen wir uns heute noch in einem weiteren Video an. Abonniert also unseren Kanal. Bis später, sage ich, und ciao.